Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir wollen mal schauen, dass wir hier irgendwie, naja, nicht den Planeten, kommt noch mal aus der Map zurück, vielleicht mal wieder eine neue Quest machen. Undercover hört sich ja cool von der Crimson Fleet. Ich habe einen Auftrag von Commander Tuala von der UC Vanguard erhalten. Ich soll mich auf der UC Vigilance melden und mit Commander Kipwe Ikande sprechen, um weitere Einzelheiten zu erfahren. Hört sich cool an, aber Crimson Fleet wollte ich noch nicht machen. Vielleicht für die Freestar Collectives bin ich mir noch nicht sicher. Wir suchen erfahrene Entdecker zur Analyse von Indum 4D im System Indum. Spätentwickler Feuerprobe. Komm, lass mal das hier machen. Ins Altair-System. So, wo ist denn das? Da. Gehen wir mal dahin. Und gucken mal, wie gut wir mit unserem Schiff dagegen ankommen. Was auch immer da ist. So, Altair. Hier spricht Forschungsposten U309 an alle Schiffe des Freestar Collective. Stehen unter heftigem Beschuss. Feindliche Spacer überrollen uns auf Altair 2. Ich weiß nicht, wie lange unser Außenposten noch durchhält. Wir haben nicht viel Zeit. Private Mahoney out. Okay, dann landen wir da mal. Dann gehen wir mal dahin. Ich mache mir eben eine neue Dose Energy auf. Platz ist frei. Gehen wir runter. Finde Private Mahoney. Und dann gehen wir denen mal helfen hier. So. Verlassen. Ist auch ein Eisplanet, kann man sagen. Wir sind nicht allein. Spacer, jede Menge. Okay. Perfekt. Alter, was geht denn hier ab? So, aber erstmal alle looten. Da vorne gibt es auch noch ein paar. Hier. Auch. Ach, hinter mir. UC Entermesser hat er. Wieso komme ich da jetzt nicht hoch? Da vorne ist irgendwo einer. Hier. Ich glaube, ich wechsle mal die Waffe. Komm, den Equinox nehmen wir mal. Wo sind die anderen? Aber ich glaube, der Orion war besser. Der hat mir am meisten gefallen, tatsächlich. Schon tot? Nice. Du bist Geschichte. Wer sagt das? Da oben. So, auch hinüber. Da hinten sind irgendwo noch drei. Nein.
Ah, wir sind schon wieder überladen. So, okay, wo ist denn jetzt der letzte? So, haben wir alle erledigt. Na, Sarah, alles gut bei dir? Uran? Silber? Perfekt. Dann gibt's hier Outfit meiner Schutzhelden. Nehmen wir mal mit. Können wir verkaufen. Gibt's hier noch mehr zum Looten? Da vorne? So, Platin? Dann 6% gefüllt, aber nichts drin, ne? Nickel. Hier gibt's Nickel. Was ist denn das? Der ist tot. Ui, da drinnen gibt's auch noch was. Also nur Bücher. Feuerlöscher brauchen wir nicht. Spiel ruckelt gerade ein bisschen viel. Gut, gehen wir mal rein. Drinnen gibt es bestimmt noch mehr Leute zum Looten. Dann brauchen wir nur noch irgendwie einen Händler, der uns das auch alles abnimmt. Ah ja, und vielleicht einmal vollständig heilen. Fernglas. Ui, da haben wir was. Parama und Trauma. Bist du geladen oder willst du noch mehr? Gerne noch mehr. Gehen wir mal rein. Dann bin ich jetzt neugierig, was uns da drin erwarten wird. Abgesehen von noch mehr Toten. Okay. Sehr viele Tote. Schlimmes Essenspaket. Nehmen wir mit. Dichtmittel, perfekt. So, bisher keine Ahnung, wo ich überhaupt hin muss. Hier ist einer. Toll, der haut nach unten ab. Den mochte ich sowieso nicht. Nice. So, wo bist du hin? Feigling. Ach da. Medipack, perfekt. Entwurf, Antrag auf Verstärkung. Ich glaube, dir ist die Lage nicht bewusst. Wir haben keine Woche Zeit. Nicht mal einen Tag. Wir brauchen jetzt Verstärkung. Sonst. So, die Dietriche nehmen wir mit.
Ist er schon da? Der ist schon hier oben. Okay. Den mochte er sowieso nicht. Das fand ich super. So. Entwurf, Antrag auf Verstärkung. Ist dasselbe wieder. Ein Sandwich. Komm, wir haben hier ein bisschen Essen jetzt. Hoppala. Wir haben hier ein bisschen Essen jetzt eingesammelt. So, essen wir das. Dann. Das. 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 Krank Schoko. Immobilisator. Medipack. Paramore. Squall. Sushi-Rollen. Tranquilia Breakfast. Wodka. Ich glaube, das können wir ablegen. Hier gab sonst nichts. Hier sonst auch nichts mehr, oder? Flasche mit Genprobe. Hier liegt noch jemand. Auf dem Tisch auch noch. Auch nochmal mit Dichtmitteln. Hier geht's auch noch weiter. Hier brauche ich einen Schlüssel, okay. Toilettenpapierrolle. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich da nach unten hin. Beziehungsweise, wo führt das hin? Nirgendwo hin. So, Credits. Haben wir hier Overall meiner Jacke und Bohrgerät. Können wir alles verkaufen. Mit ihr müssen wir reden. Private Mahoney. Was bin ich froh. Ich habe gehofft, die Kavallerie würde kommen, wenn ich nur lange genug in den Funk brülle. Ich habe mit Freestar-Miliz gerechnet. Aber mir ist gerade alles recht. Vanguard Captain, du musst dich wohl bei der UC Vanguard bedanken. Ich bin froh, dass ich rechtzeitig zu dir geschafft habe. Was machst du in einer Putzkammer? Du musst wohl mit mir Vorlieb nehmen. Nach dem, was ich schon gesehen habe, gerne. Bevor die Spacer den Außenposten stürmten, habe ich Befehle für Lieutenant Torres überbracht. Torres ist nicht übel für einen CO. Aber sie hätten uns schlicht umgebracht. Doch die, dass ich das mal sagen werde, UC Marines haben uns gerettet. Deshalb, und das ist wichtig. Siehst du, Marines, nicht schießen. Das sind unsere Freunde. Ich hätte nicht gedacht, dass die UC und das FC je zusammenarbeiten würden. Die Zeiten ändern sich wirklich. Verstanden. Marines gut, Spacer böse. Feinde und Spacer sind meine Freunde. Aber ihr habt doch vor gar nicht allzu langer Zeit Kriegen gegen sie. Ah, okay. Ich mach Roger. Das. Roger. Das Wichtigste zuerst. Die provisorische Krankenstation wird nicht durchhalten. Sie sind im Erdgeschoss im Sicherheitsbereich. Hier ist alles abgeriegelt, also musst du einen Weg dorthin finden. Sprich mit, Lesama. Er ist das Einzige, was zwischen ihnen und, du weißt schon, steht. Ich kam wohl gerade noch rechtzeitig. Sorge für die Sicherheit der Krankenstation. Kannst du mir taktische Übersicht geben? Als Torres alles abgeriegelt hat, war ich bei Lesama und dem Doktor im Sicherheitsbereich. Wir sind nicht mehr rausgekommen. Ich weiß nur noch, dass Torres im Komplex gekämpft hat. Irgendwo. Die Marines haben den Hintereingang bewacht. Keine Ahnung, was mit ihnen ist. Aber die Info ist alt. Mehr hab ich nicht. Ich kam wohl gerade noch rechtzeitig. Hoffen wir, dass noch andere auf den Beinen sind. Sei tapfer, sei kühn. Tote Soldaten nutzen niemandem was. Roger, Roger. Okay.
Also müssen wir wahrscheinlich da hinten hin. Ich gehe mal hier rein. Ah, Badezimmer, okay. Sicher ist da was Praktisches für uns dabei. Geld auf jeden Fall. Also, okay, hier ist nichts. Auch keine Bomben. Da bin ich zu sehr irgendwie an Fallout 4 gewöhnt. Dass da überall auch irgendwie leichte Bomben und so weiter versteckt sind. So. Da haben wir wieder einen. Ein paar mehr sogar. Das bezahlst du. Das. Oh, no! So. Hier ist noch irgendwo jemand. Was ist denn das? Toilettenpapierrolle. Wie viel. Oh, Sarah, erschreck mich nicht. Wie viel Klopapier hier rumliegt. So, was haben wir hier? Wieder ein bisschen Credits. Gegen Credits habe ich nichts einzuwerfen. So, sonst gibt es hier, glaube ich, jetzt nichts. Hier. Alter, wie viel Dichtmittel wir finden. Wir könnten tatsächlich weiter unsere Base auf der Erde ausbauen, so mit den Dichtmitteln. Du bist tot. Tot. Alter. Die Ruckler jetzt. Du bist erledigt. Sehen tut die jetzt gerade schlecht. Aber trotzdem gekillt. Hier ist Schlüssel erforderlich. So, Kampfmesser nehme ich hier noch mit. Spacer. UC Marine. So. Komm her. Ich nehme alles mit. Also das Müllbeutel. Alter, hier sind ja auch alle tot. Einfach alle umgelegt. Die armen Wissenschaftler. So, hier liegt auch noch einer. So. Essen werde ich jetzt aber nicht mehr so mitnehmen wie beim letzten Mal. Sieht aber auch genauso aus wie eins der, ich sag jetzt mal, Dungeons, wo wir schon mal waren. Ui, Trauma-Pack, Schnaps Alpha. So. Vorbei mit dir.
Chamäleon-Helm Tiefbohren selten. Oh, hier sind auch alle tot. Na, aber jedenfalls haben die jede Menge Credits. Die tun mir aber auch alle leid, irgendwie. Mir juckt die Augenbraue. So. Moin. Das war's. Was? Denkst du, er ist ein Spacer? Er hat sie doch erledigt. Corporal Lezama, UC Marines, Sunny. Wir dachten, wir wären erledigt. Ich... Und der geschätzte Doktor ist auch da. Musa, oder? Das hier ist seine Party. Private Mahoney schickt mich. Mahoney ist eine Maschine. Reinste Vergeudung von Talent auf diesem Felsen. Was zur Hölle macht ihr überhaupt hier? Doktor! Doktor! Ja, Astrobiologie. Wir studieren nicht-terranische Lebensformen in den besiedelten Systemen. Wir wollen die Flora und Fauna verstehen und nach praktischen Anwendungen suchen. So, ich glaube, den Spacern ist eure Forschung egal, nichts von gut. Nein, sie versuchen das ganze System zu übernehmen. Schon seit Monaten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Der Freestar-CO, Lieutenant Torres, hat den Komplex abgeriegelt. Keine Ahnung, wie lange seine Truppen noch durchhalten. Zuletzt habe ich ihn auf Ebene 3 gesehen, bei meinem Büro. Geh zu Torres. Mit dem Schlüssel müsstest du bis auf die Sicherheitstüren alles aufkriegen. Geh zu Torres, bevor seine Männer ausgelöscht werden. Die Quest kommt mir irgendwie so bekannt vor, also... Warum schleppst du all diesen Schrott mit? Traumapack ist doch kein Schrott. So. Ich nehme alles mit, was ich gebrauchen kann, hier. Okay, hier komme ich nicht durch. Wir waren doch aber schon mal in so einem Dungeon. Ich glaube, ich muss jetzt hier durch, oder? Ja. Den mache ich sowieso nicht. Wieder hinkriegen. Du bist lächerlich. So, einen Moment. Ich muss jetzt eben kurz hier gucken. Gelenkschmerzen schleichen, verbraucht nur 2. Ah, ich kann jetzt... Wegen der Verstauchung. Was hilft gegen die Verstauchung? Ich müsste doch irgendwas eingesammelt haben. So, ich nehme trotzdem alles mit. Müssten hier ja noch 2 Leute sein. Da bist du ja. Ach, hier ist noch einer. Der lebt. Digi Dietrich. Tolles dabei? Nützlich ist auf jeden Fall. Dann haben wir hier Hüllmittel.
Nice. Sonst haben wir hier nichts mehr. Erdkupfer. Ich glaube, wir müssen hier hin. Hier ist aber auch niemand tot. Ah, hier haben wir die Duschen. Okay. Dietrich. Sonst haben die nix, ne? Außer halt ein bisschen Muni. So, den Raum noch. Alter, wie viele Credits will ich einfach kriegen? Und wie viele Sachen, die was wert sind, auf jeden Fall. Wenn wir den richtigen... Oh, AMP. Perfekt. Wenn wir jetzt nur noch die richtigen Händler finden. Wir müssen nach oben, dann gehen wir hier einmal rein. Noch ein Traumapack, perfekt. Alles leer. Schade. Gut, ab nach oben. So, auch alles mitnehmen. Den hatten wir. Wo sind die hingegangen? Da. Das bezahlst du! Unter Beschuss! Verdammt! Ja, nicht mit mir! So, auch noch erledigt. So dermaßen überladen gerade. Hier geht's nicht weiter. Hier wahrscheinlich, ja. Hier liegen keine Toten. Ah, okay, da sind die beiden Dudes. Wirf endlich was von dem Kram weg. Nö. Ich brauch dort alles. Hier war irgendwas eingesperrt. Das kann ich nicht aufmachen. So, haben wir noch nicht Loot gehabt. Der hat ein Medipack. Und hier gibt es auch wieder Spinte. Was haben wir da? Antimikrobiell. Und ein Credstick. So, dann müssten wir jetzt alle durchhaben. Gehen wir mal zu denen.
Jemand schaltet die Spacer aus. Ich fasse es nicht. Wir haben so viele verloren. Sind sie alle tot? Dank der Hilfe, die wir hatten, sind alle von ihnen erledigt. Das war echt gute Arbeit. Wie viele sind noch in eurer Einheit? Habt ihr Scharfschützen oder so? Nein, wir beide sind allein. Tja, ich habe den Scharfschützen freigegeben, der Artillerie auch. Ich interessiere mich eher für euch. Heilige Scheiße. Das war alles euer Werk? Ja. Das war doch nichts. Wir müssen Captain Myong helfen. Sie ist hinter der Tür. Aber sie gehört nicht zu Freestar. Oberste Priorität haben unsere Männer und Wissenschaftler. Sie war die Einzige, die uns geholfen hat, Sergeant. Ich werde sie jetzt nicht im Stich lassen. Ich freue mich darauf, Captain Myong kennenzulernen. Die Sie haben geholfen? Wie bitte? Ach, na komm, machen wir das. Sie ist was Besonderes. Aber die sind von den UC. Wir können nicht... Sergeant, ich befehle dir, uns bei der Rettung zu helfen. Nur, wie? Wir haben einen Überbrückungsschlüssel. Wenn sie noch leben, sind sie beim anderen Eingang. Zusammen müssten wir sie retten können. Wenn nicht, sterben wir halt. Einige Soldaten brauchen unsere Hilfe. Bist du dabei? Wir könnten Unterstützung gut gebrauchen. Das hier ist keine Wohltätigkeitsveranstaltung. Eine Bezahlung wird angeboten. Lasse keine Marines sterben. Ich helfe gerne. Dann ziehen wir es durch. Hier ist der Schlüssel. Du gehst voran. Der Captain ist eine Ebene tiefer. Alles klar. Ich will hier trotzdem erstmal looten. Vor allem das da brauchen wir. Mikrofloater Terrarium. Ich will trotzdem wissen, ob hier noch irgendwas ist. Da haben wir ein Medipack. Hier kann ja... Sarah, du bist leider ein bisschen im Weg. So, Kryomine, Infernomine. So, Muni. Helden, Graviplas, offen, blau, grün. Alter! Einfach hier 1000 Credsticks. Okay, sonst ist hier nichts. So. Folgt mir, Männer und Frauen. Ich glaube, die beiden haben übersehen, oder? Jo, die hatte ich tatsächlich übersehen. Wie viele habe ich jetzt an Credsticks? 35 Medipacks, meine ich. Medipacks. Also nach unten, ne? Kann man da hin? Ich würde gern da rein. Komm, wir gehen erstmal hier hin. So. Ich lasse mich nicht los! Ja. So, Captain Myong, alles erledigt. Die hätten wir vor Daltons Tod gebrauchen können. Aufhören, Private. Es zählt nur, dass sie jetzt da sind. Und wen haben wir hier? Noch jemanden, der forscht? Nein, ganz ehrlich. Ohne sie wären wir noch immer festgenagelt. Teufel auch. Hi, Captain Myong. Ah, du siehst nicht aus wie ein Marine. Und auch nicht wie von der Miliz. Wer bist du? Ich gehöre zu Constellation. Ich habe euren Notruf empfangen. Vanguard, Captain, ich bin bei der Vanguard. Ich bin nur ein Captain, der einen Notruf empfange. Spacer sind eine Plage in den besiedelten Systemen. Ich nutze jede Chance, sie zu erledigen. Nee, komm, wir sagen... Wie bitte? Constellation. Ich wusste gar nicht, dass ihr so viel drauf habt. Captain Myong, UC Marines. Veteranin der Koloniekriege, Schild des Paduk-Passes, bester Marine im Dienst. Und dieses Großmaul ist Private Sai. Wäre sie nicht so eine verdammt gute Soldatin, müsste sie die nächsten 10 Jahre Latrinen putzen. Ihr habt Leben gerettet und das werden wir euch nicht vergessen. Captain Myong. Du bist eine Legende. Ich habe von dir gehört, als ich für die Colonies gearbeitet habe.
Und du bist hier? Mein Ruf eilt mir voraus, was? Endlich kann ich das mal sagen. Ich will Zivilisten retten. Ich glaube, dieser Forschungsposten kommt dafür in Frage. Das könnte vors Kriegsgericht kommen. Der Captain und ihre Marines? Tja, ohne sie wären wir jetzt alle tot. Ihr gehört zu Freestar, seid aber zuallererst Sandlatscher. Ich wollte euch nicht einfach diesen räudigen Spacern zum Fraß vorwerfen. Verdammt schön, die Kennzeichnung. Unglaublich, dass das für das UC-Kommando okay ist. Was im Paddock-Pass geschehen? Deswegen hilfst du ihnen? Ihr habt doch gerade erst noch Krieg geführt. Verdammt schön, die Kennzeichnung. Du hast Kampfgeist, den können wir gut gebrauchen. Wir haben uns hier einen Hinrichtungsaufschub erkauft. Aber der läuft auch irgendwann aus. Die Mistkerle sind unorganisiert und ohne Disziplin. Aber sie haben Raumschiffe und wir nicht. Deswegen können sie Verstärkung herbringen, bis sie uns zahlenmäßig überlegen sind. Und dann schlagen sie zu. Hart. Ich habe ein Schiff. Was bedeutet, dass sie die Verstärkung nicht mehr über uns abladen? Aber das sind zu viele. Und du bist allein. Wir brauchen einen Plan. Ich habe ein dringendes Problem, Captain. Ich habe Truppen und Zivilisten im Feld. Die werden von den Spacern ausgeschaltet. Ich kann sie nicht sitzen lassen. Dann wärst du auch ein verdammt schlechter Anführer. Aber wir brauchen jeden, um die Verteidigungsanlagen wieder in Betrieb zu nehmen. Mahoney meinte, laut ihrer letzten Übertragung hätten sie Probleme. Könntest du vielleicht zum Forschungslager fliegen und alle Spacer ausschalten? Ich erledige das. Sie melden sich nicht mehr. Hoffentlich gibt es noch Überlebende. Mach es schnell und effektiv. So, aber erst einmal den restlichen Loot hier einsammeln. So. Nehmen wir, was wir kriegen können. Ja. Gut, dass sie sich jetzt nicht beschwert. So, da hinten hatten wir ja einige getotet. Das Lager braucht Hilfe. Geh schnell hin. Ja, ich bin hier noch beschäftigt, ja? Also so viel guter Loot. Nehme ich mit. Alles. So. Hier noch die beiden. Oh, will ich wissen, wie viel ich jetzt mittlerweile in Taschen trage? Müsste schon einiges sein. Jeder wird sogar schon eine Tonne oder so. Ich bleib jetzt mit mir mit. Schlüssel. Ich habe kurz Schlüssel gelesen. Aber da hinten gab es ja auch noch eine Tür. Hoffentlich ist im Forschungslager alles okay. Wir haben seit Stunden nichts gehört. Hier waren wir noch nicht. Oder? Okay, das führt raus, wahrscheinlich. Ah, doch, hier waren wir. Ganz am Anfang. Diese Milizratten, die sind besser als ich dachte. Den habe ich vergessen. Sonst liegt hier niemand mehr, den ich noch vergessen habe. Zum Looten, oder? Ray Constan und Paramore. Dann müssten wir jetzt alle gelootet haben, eingesammelt haben. Dann können wir hier gehen.
So, okay, hier gibt's nichts. Was bedeutet dieses Piepen eigentlich? Ich hoffe, es ist kein Terrormorph jetzt in der Nähe. Piepen ist weg. Dass die Marines nicht die einzigen sind, die diese Party crashen. So. Gut, dann gehen wir mal und müssen auch einiges einlagern, was wir jetzt eingesammelt haben. So, einsteigen. Na, wenigstens habe ich das jetzt schlauer gemacht mit dem Eingang. Ich habe da was für dich gefunden. Was? Was hast du? Sarah? Wo ist sie hin? Ich habe keine Ahnung, wo sie jetzt hin ist. So, aber hier jetzt erstmal alles wieder einlagern. So, Waffen habe ich jetzt auch wieder. Zu viel. So. Auch alle weg. Es kann nicht mehr gelagert werden. Habe ich keinen Platz mehr? Das ruckelt gerade auch sehr viel. Aber Sarah hatte da irgendwas? Jetzt will ich wissen, wo Sarah ist. Wo ist sie denn? Wir müssen jetzt dringend alles verkaufen, was wir haben. Hier ist Barrett, aber... Wo ist Sarah? Würde ich jetzt wirklich zu gern wissen, wo sie jetzt hin ist. Da ist sie. Wie kann ich dir helfen? Hast du was Gutes für mich? Ja, guck mal hier. Nährstoff hinzugefügt. Nice. Bis nachher. So, wir können aber mal gucken, ob wir hier irgendwie was Neues haben. Leistungsboost 1. Nice. Und hier. Dann haben wir das jetzt erledigt. Können wir hier sonst noch irgendwas vervollständigen? Haben wir keinen Käse. Hier sonst irgendwas? Ne. Hier auch nicht. Hier können wir was machen. Optik und Laser Mods.
Perfekt. So. Industrielle Werkbank. Waffenwerkbank. Ich glaube, wir brauchen das nicht. Wo geht das hier nochmal hin? Hier schlafen die also, okay. Dann glaube ich, weiß ich, wie ich das hier umbauen müsste. Pharmazeutisches Labor. AMP. Okay, da fehlt mir Membran. Gut. Dann wollen wir mal los. So. Und wir heben ab. Und ich sehe mal zu, dass wir irgendwo mal alles... Also los. Alles mal verkaufen, was wir haben. Ich glaube, auf Neon gab es einige Händler an einem... Orbit erreicht. Stabilisiere. Fertig. Ja, ich würde sagen, wir reisen aber erstmal vielleicht nach Neon. Da waren ja einige Händler an ein und denselben Spot. So, wo haben wir Voli nochmal? Da haben wir Voli. So. Und hier. Voli Alpha. Komm, wir gehen zum Kern. Wir gehen mal zum Kern. Und verkaufen da mal alles, was wir haben. In Neon kann man sich auf vielerlei Weise ablenken. Ich erwarte also, dass du dich benimmst. So. Hier, die müssten was haben. Ich kenne Leute wie dich. Lässiges Weltraumass. Muss cool sein. Wenn du was transportieren willst, bist du hier richtig. Coleman Lang. Kaufst, verkaufst oder verschiebst du? Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll. Die auch okay, du Schlaubi. Lassen wir den Scheiß. Du bist in der Handelsaufsicht, um Waren zu kaufen, Waren zu verkaufen oder dir freigesetzte Waren zu einem vernünftigen Preis abnehmen zu lassen. Also, statt mich erklären zu lassen, wie das Geschäftsleben funktioniert, sollten wir lieber loslegen. Es ist illegal, gestohlene Waren zu kaufen oder verkaufen. Du scheinst dir ja keine Sorgen zu machen, geschnappt zu werden. Freigesetzte Waren sind mein Spezialgebiet. Na, ich mach das. Geschnappt zu werden? Von wem denn? Neon Security ist das scheißegal. Und die Freestar Ranger hier sind ein Witz. Hören wir auf mit den Spielchen. Wir wissen beide, was ich meine. Also, wie sieht's aus? Ich bin an Arbeit für die Handelsaufsicht interessiert. Nein, lass uns das mal handeln. Ja, gute Idee. So. Gehen wir mal auf alles. So, nicht die Muni. AMP, Antibiotika. Anzug Bodencrew. Ach, der hat 11.000. Das ist gut, dass er dann so viel hat. Dann Battleston. Biowolf können wir auch noch verkaufen. Bioblocker. Brauchen wir nicht, aber ich guck mal. Erstmal die teuren Sachen.
Helm Shock Trooper. So. Kampfmesser brauchen wir auch nicht. Mag-Shock. 10.000. Nein, ich habe gekauft. Verdammt. Ah, fuck. Ich wollte verkaufen. So. Hab ich jetzt Mist gebaut. Aber okay, dann holen wir uns halt das ganze Geld wieder zurück. Erdzeitige Pistole. So, okay. Waffen haben wir alles. Muni, Anzüge. So. Die Bodencrew weg. Die weg. Rucksäcke. Können auch alle weg. Da habe ich jetzt aber ordentlich Mist gebaut. So, der kann weg. Space Trucker, der sieht auch cool aus. So, dann haben wir da alles schon mal weg. Werfbare Items. Das kann weg. Das können weg. Gesamtkosten? Ja. Kontaktgranate lassen wir mal. Kryomine. Schrapnellgranate. Splittermine brauchen wir nicht. So, Hilfe, Notizen, Ressourcen. Behalten wir mal alle. Sonstiges. Ich kann ihn gestohlene Sachen verkaufen. Okay, warte mal. Dann machen wir die gestohlenen Sachen zuerst. Dann machen wir den weg. Okay, den können wir ihm nicht mehr verkaufen. Aber den. Den hier weg. So, der kann weg. Der kann weg. Der kann weg. Nein! Jetzt habe ich den Adikron aus Versehen verkauft. Boudica. Keine Ahnung, was das ist. Die brauchen wir noch. Dient der Stützung von verwundeten Dietmars zur Hebung von Leiden. Das behalten wir. Myra Jack. Ach, brauchen wir nicht. So. Ach komm, das behalten wir mal. Sonstiges. Wieso habe ich ein Becherglas? Becherzange. Warum habe ich so viel Müll bei mir im Schiff? Ach, Drahtspule brauchen wir nicht, okay. Ah, der hat kein Geld mehr. So viel Müll da, die ich nicht brauche. Warum? So. Okay, zisch ab. Hab zu tun. Jo. Ich habe wenigstens wieder Platz im Inventar. Und kann wieder normal rennen. Sieg Hartz Outfitters. Guck mal, ob man da auch noch was verkaufen kann. Und wenn nicht wir, wer dann? Wollen wir nach der Arbeit noch ins Euphorica? Nee, ich glaube.
glaube, ich bin echt durch. Hallo! Ich muss sag Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Wollen wir auch willkommen bei Sieghards Outfitters. Alles, um die besiedelten Systeme zu erkunden. Was ich nicht habe, brauchst du nicht. Ich bring den Blend. Ja, für die Chunks. Ich nehme alle Artefakte, die du auf Lager hast. Ein Artefakt? Das denkst du dir aus, oder? Ja, wie gesagt, was ich nicht habe, brauchst du auch nicht. Aber ich habe andere Sachen, die du brauchst. Ich habe mein Geschäft über Jahre hinweg perfektioniert, indem ich Kunden befragt, Umsatzzahlen ausgewertet und mein Sortiment kuratiert habe. Lass dir Zeit, sieh dich um, stell mir Fragen. Du wirst nicht enttäuscht sein. Ja, du verfolgst eine ziemlich aggressive Verkaufsstrategie auf jeden Fall. Ach ja? Entschuldige, ich vergesse oft, wie nervig ich sein kann. Ich habe sehr viel Geld in den Laden gesteckt und unter uns, ich stecke bis zum Hals in Schulden. Die Location ist toll, direkt neben dem Raumhafen, aber die Gebühren und die Miete sind astronomisch. Tja, gute Geschäftsstandorte kosten. Natürlich, und ich wusste auch, dass es teuer wird. Aber ich will dich nicht den ganzen Tag mit meinen Sorgen langweilen. Du bist ja zum Einkaufen hier. Also greif doch einem armen Geschäftsmann wie mir unter die Arme und kauf was. Ich finde es interessant, wie er seine Stimme verändert. Mal ist er ein bisschen tiefer und mal wieder eine höher. Bessere Auswahl findest du nirgendwo. Ja, ich will eigentlich nur deine Credits. Beziehungsweise, warte mal. Was hat... Waffen? Hat er einen Cutter Anzüge? Rucksäcke. Ja, cooler als meins hat er jetzt nichts. Neon-Nachtleben. Sieht auch cool aus. Neo City. Oh, Neon-Nachtleben Kleidchen. Unterzieher Weltraum. So. Ich guck mal, kann ich ihm auch einfach alles verkaufen, was ich habe? Hier habe ich nichts mehr für ihn. So, Drahtspule. Verkaufen wir dann mal, wenn wir das nicht brauchen. Und hier. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht aus, weil ich meine ganzen Dietriche den anderen da verkaufe. Aber gut, dass er jetzt hier alles annimmt. So, dann kriegen wir hier ein bisschen Platz auch in unserem Schiff. Alter, wie viel Müll wir hier haben. Okay, jetzt gleich das Ende. Immerhin. So, passt. Waffen kann ich noch verkaufen. So. So viel. Das könnten wir ihm noch andrehen. Jetzt noch ein paar Sachen für 99. Den Ripshank könnte ich noch mal.
Wir haben hier noch einen. So, haben wir eins Verlust gemacht. Ein ruhiger Abend dürfte mir gut tun. So, dann würde ich jetzt noch mal einen Händler suchen. Beziehungsweise gucken, ob hier der Verkaufsautomat noch irgendwie was hat. Aber einen Händler würde ich jetzt noch eben suchen wollen. Weißt du, warum die Crimson Fleet überall zu sein scheint? Weil sie überall kleine Außenposten und exklusivsten Waren. Ist das auch ein Händler? Das Emporium? Terra Room? Enhance? Könnte ja auch ein Händler sein. Also oft weiß man nicht, ob das Händler sind oder nicht. Wir sind schon seit einer Stunde hier. Nee, das ist ein Arzt. Du hättest dir vorher überlegen sollen. Das sind Ärzte. So, Neo Security, Gelbank, Thrall Lounge. Ich glaube, hier kann ich nichts verkaufen. Aber da hinten. Stimmt, gibt es da hinten noch ein Brilliant Metal. Mining League. Freestar Rangers. Trade Authority. Warte, der hat doch bestimmt auch Ressourcen, die ich gebrauchen könnte. Brauchst du was? Ist hoffentlich keine Zeit. Wenn du Geld hast, lass mal handeln. Oder die Waren. Gucken wir mal. Hat der Hilfsmittel, also Ressourcen? Nee, der hat nur. Der andere hat aber noch Ressourcen. Wenn du noch was findest, bring es mir gerne. Der hatte doch noch viele Ressourcen. Gehen wir noch mal rein. So, hallo, hier geblieben. Falls du etwas nicht hereinspaziert. Klar, ich. So, der hatte 66 Ressourcen. Wenn ich ihm das alles mal abkaufe, bin ich zwar erstmal wieder überladen. Aber dann habe ich genug, um selber hier Dingens bisschen die Siedlung auszubauen. So. Könnte jetzt knapp werden. 236 wird noch. So, kaufen. Nochmal unter Ressourcen. So, nochmal unter Verkaufen. Nein, nicht hier. Von hier. Den kann ich auch noch. Ja. Dann von ihm noch ein paar Ressourcen. So, und hier. Ein Item kann ich noch von ihm kaufen, würde ich sagen. So, das müsste passen. Obwohl, warte, ich habe hier noch. Komm, ich
gönn mir alles, was er hat. Dann kann ich hier auch noch die Dinger loswerden, das noch loswerden, das noch loswerden. Die noch? Das könnte ich auch noch loswerden. Und den. Hat er sonst noch irgendwas, was ich gebrauchen kann? Oder sonstiges vielleicht? Digi-Dietriche? Nee. Wir sind jetzt ein bisschen was losgeworden. Sarah aus dem Weg. Ja, dann den Rest können wir ja irgendwo anders noch verkaufen. Zusehen, dass wir das verkauft kriegen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.